So. Gehen wir hier bei Tonis Hütte vorbeischauen. Ja, und da ist auch noch, nee, da ist nicht mehr die Chili. Nee, die haben wir doch schon lange für das Kaffeepulver Ah ja. verwendet. Mehr ist wohl nicht zu reichen. Ja. Ja, da ist auch wieder das Waschbecken. Sollen wir das mal versuchen, da reinzuschütten? Ich bezweifle es. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Na gut, ergibt nicht viel Sinn, aber. Tja, es ist echt wahrscheinlich irgendwie total einfach und wir kommen einfach nicht auf. Können wir nicht irgendwie mal das blöde Seil da kappen? Hier oben denke ich auch nicht, dass wir noch was machen können. Unseren Medizinschrank haben wir schon geöffnet, Ja, oder? genau. Ne, hier können wir anscheinend gar nichts mehr machen. Hier ist alles tot. Und zurück. Ich denke mal, oben gibt es auch nichts mehr. Ach so, selbst den Seitenschneider können wir nicht mehr nehmen, ne? Ne. Das gute Ding, Mann, 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 was hätten wir das brauchen können? Ja, aber echt. Tja, 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 tja. Ich habe aber keine Lust, irgendwo eine Komplettlösung zu gucken oder so. Das ist, ich hasse generell jede Art von Cheaten, Komplettlösung, was weiß ich was. Da bin ich echt kein Fan von. Deswegen tue ich es auch einfach nicht. Und wenn wir hier jetzt noch 5 Folgen lang rumlaufen und nichts gebacken bekommen, ist mir egal. Echt. Ja, wir können ja ins Kommentar reinschreiben, dass wir nichts gefunden haben in dieser Folge. Ja. Aber ich hoffe, so wird es nicht enden. Hoffe ich allerdings auch. Einfach mal einen Eimer finden oder so, wäre ja schon mal was. Hier gibt es ja auch einfach Mensch, nichts. Mai, und wenn wir direkt versuchen, jetzt Wofür hier war der Hebel? das Betäubungsmittel hier Ach, der war für die zu Motorhaube, ne? kombinieren? Der ist bereits offen. Wenn wir was versuchen zu kombinieren? Dieses Gefäß, was wir haben mit der Batteriesäure. Das ist ja kein wirkliches Gefäß, also. Ja, irgendwie schon. Ja, aber. Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Es geht ums Okay. Narkotikum. Er sucht sich ein anderes Gefäß. Ja. Hm. So, wir haben einen tollen Trichter, nur der Trichter allein wird nicht wirklich Das viel Zeug bringen. sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Okay. Das heißt, den brauchen wir auch nicht dafür. Den brauchen wir vielleicht, um nachher der guten Frau den Kaffee einzuflößen. Wir haben Dietrich. Haben wir damit schon irgendeine Tür aufgemacht? Oder? Und überhaupt hier dieser doofe Stier. Ich meine, wir haben ein rotes Tuch, damit will er nichts machen. Irgendwas muss man mit dem ja machen können. Ich glaube, wir haben noch gar nichts damit machen können, oder? Ich gucke mir nochmal. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Ja, okay. Können wir vielleicht irgendwas mit dem Stier machen? Der steht doch bestimmt auf Kühe. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Ne, gar Okay, nicht. da eben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Okay. Der hat sich umgedreht. Was ist jetzt Ja. hier? Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Pumpen? Kommt mal, das ist Die echt schon ein Schlauch und ein Gefäß. Stiervenen müssen richtig pumpen. Okay, lass einfach alles ausprobieren, was wir haben. Alles mit dem damit kombinieren. Ja, macht aber irgendwie alles nicht so richtig Den Sinn, ne? Dietrich, vielleicht ist da irgendwie so ein Kirmesgerät, hat auch irgendwo immer so ein Gefäß, wo das Geld reinkommt. Oh. Er hat nur noch Augen für die Kuh. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Ja, nee, ist klar. Tja. Können
Können wir ihm jetzt vielleicht das Ding hier über die Augen hängen oder so? Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Mathe? Ja, das kennen wir schon. Was haben wir noch? Den Bohrer. Das Rezept braucht man bestimmt nicht. Den Luftballon. Luftballons machen ja auch keinen Sinn. Die haben wir auch schon gebraucht. Irgendwie macht hier nichts wirklich Sinn. Mit einer Spritze könnte man was pumpen. Das Blut eines verliebten Stieres wäre wohl eher die Zutat für ein Aphrodisiakum. Ich will aber Espresso machen. Dafür braucht man das Blut eines wütenden Stieres. Okay, die rote Decke. Ja, aber da hat er ja nicht drauf reagiert. Vielleicht jetzt macht er mal das schwarze Brett, genau. Yay! Ja. Oh, yeah. Nein, egal. Ein guter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Okay, und jetzt die Spritze. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die der Spritze, Tupfer. Skalpschere. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Was macht der denn? Ach so. Oh nein. Ja. Funktioniert super. Wo sind wir? Ich weiß mitten nicht. In den Kakteen? Schön da. Stierblut? Check. Okay. Soll man die rote Decke wieder abnehmen, damit der nicht überkocht? Können wir nicht. Ne? Okay. Gibt keine Hand. Okay, also wir haben jetzt eine Spritze mit Taurin. Taurin. Ist klar. Taurin ist zwar nicht das Blut eines Stiers, sondern Gallenflüssigkeit, glaube ich. Oder halt irgend so ein Enzym aus der Galle oder so vom Stier. Aber gut. Für chemikalische Experimente ist später noch Zeit. Ja, toll. Jetzt brauche ich vorhersehbare Resultate. Okay, was brauchen wir als nächstes? So, energiereiche Flüssigkeit, das ist die Batteriesäure. Das heißt, wir brauchen... Nee, das hier ist die belebende Flüssigkeit. Genau, energiereich wird die Batteriesäure Wasser, sein. Ja. Und das ist das klare Wasser. Das ist mit Sicherheit unten die Quelle. Ja. Wir haben nur halt ein Aufbewahrungsproblem irgendwie. Also... Gibt es in der Bar vielleicht irgendwelche Gefäße? Gläser, ja. Irgendwas muss es da doch geben. Ja, genau. Da steht doch schon eine Tasse. Ah ne, das ist die Tasse, die wir brauchen, oder? Ja, die Espresso-Tasse. Die nee, muss... pack die ein. Nee, die haben wir ja sogar schon da drunter gestellt. Die wird wohl auch da bleiben müssen, oder? Okay. Wobei wir sie wieder nehmen können, also... Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Nee, er nimmt sie nicht. Okay. Das ist der absolute Knaller hier. Dieses Pseudo-Videospiel. Gut. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein kleines Stück weiter. Ach, den zweiten Teil gibt es übrigens auch schon, Achim, ne? Von Deponia? Ja. Also wenn wir hiermit durch sind, ne? Okay. Ja, ich würde ja immer noch mal gerne Runaway spielen, wobei der zweite Teil soll... ein bisschen langatmig werden zum Ende hin. Was und der dritte Teil soll wieder richtig cool sein. Okay. Wir machen jetzt was? Also, ich denke mal, das Wichtigste jetzt ist im Behältnis. Haben wir mit diesem blöden Papagei schon irgendwas gemacht? Nee, aber meinst du, der hat Behälter am Start? Nee, das wahrscheinlich eher nicht. Haben wir mit dem Dietrich schon irgendwas aufgemacht? Guck mal, der Typ hat doch eine Tasse in der Hand. Meinst du, wir können dem die Tasse abschwitzen? Nee, glaube ich nicht. Ah, hallo Schnutzipu. Schnutzipu. So. Das gab's doch bisher noch nicht, Hast oder? Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja, genau, das meine ich. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Ja, man heftet die Magneten drauf und dann bla bla. Ja. Okay. Bis bald. Alles klar. Tschüss, Nutzibu. So, Vollstation waren wir eben erst. Da oben ist noch dieses Chamäleon. Hast du das gesehen? Ja, das kann nichts. Ach ja, das ist wie dieser automatische Staubsauger auf der Veranda. Genau, der kann auch nichts. Unter der Veranda. Ja. Trotzdem gefällt er mir. Tja. Da muss man echt mal... Also, der Dietrich muss ja auch noch... Haben wir damit irgendwas aufgemacht?
Ich meine, damit haben wir das... Oben im Labor bei dem Dr. Gizmo, haben wir bei dem da irgendwas aufgeschlossen? War da nicht der Dietrich irgendwo drin und wir sind dann rein und raus geklettert, um an den Dietrich ranzukommen? Ja, genau, der, in der Zelle lag der. Ja. Ja. Stimmt, auf der Bank. Und ich meine, damit haben wir dann sogar auch tatsächlich das Medizinfach aufgeschlossen. Hm. Aber warum wir ihn noch haben, ist halt die Frage. Meistens braucht man die Sachen, die man noch hat, ja auch nochmal. Ja, ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch noch die Luftballons und wir haben ja auch schon einen Luftballon verwendet. Aha. Und ich glaube nicht, dass wir die nochmal brauchen. Und wir haben noch einen Dartpfeil. Da war doch eine Dartscheibe im unten. Kann man aber nichts mit machen. Ah, Mann, ey. Habe ich auch schon gedacht, aber nee. Die lustige Dartscheibe funktioniert nicht. Irgendwo Feuer legen wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Können wir hier noch irgendwas anzünden? Oh, nee, da kommen wir wieder nur bei uns in die Bude. Das macht auch nicht wirklich viel Sinn. Beim Wenzel. Wo ist der Wenzel? Wo ist der Typ hin? Ich meine, der muss ja irgendwo abgeblieben sein. Der kann sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Ja. Und warum zur Hölle können wir da kein Wasser irgendwie abzapfen? Der hat auch keine Küche oder so, ne? Die hat keine Schweineküche, wo man irgendwie einen Topf oder sowas sich kaufen kann. Ja, doch, hier hat noch eine Küche. Und da steht noch ein Topf auf dem Herd. Ja, das stimmt. Meinst du, wir können... Aber ob der noch aktiv ist, ob wir den noch benutzen können, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal nachgucken. Ja. Boah, du klickst immer so schnell, da komme ich gar nicht hinterher. Den kann ich aber nicht nehmen, weil er zu heiß ist. Das Feuer kriege ich auch mit nichts aus, was ich habe. Ja, das kann doch nicht das Problem sein. Versuch den mal anzupacken, mal gucken, was passiert. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Genau das passiert. So. Okay, das heißt, wir müssen entweder das Feuer ausmachen oder wir brauchen einen Topflappen. Ja. Haben wir noch Socken oder sowas? Nee. Wir haben ja irgendwie nichts mehr. Hier können wir noch echt nichts mehr machen, ne? Das ist alles so... Und ich habe immer noch nicht verstanden, was das mit den Sprengungen soll, aber vielleicht kommt das ja später. Ja, das ist echt noch eine gute Frage. Den Dartpfeil, haben wir den schon für irgendwas benutzt? Ich glaube nicht, oder? Ich meine auch nicht. Ich meine, wir haben da schon ein Dartboard, das ist unglaublich. Ja, aber es geht nicht, man kann es nicht benutzen. Wir können das nicht kombinieren. Tja. Haben wir, nachdem wir die Maschine zusammengebaut haben, nochmal mit dem Typen geredet? Nee, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Geiler Typ, ey. Ja. Ja, wegen des Wassers. Wasser ist das Problem. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Energiereich haben wir ja. Ach nee, energiereich ist die Batteriesäure. Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Ja gut, ich denke, das Hanek ist klar. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Na, das ist der zweite Hinweis darauf. Das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Die Frage ist, wie kriegen wir die eingepackt? Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek, du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das.
Na gut. Was ist mit der Flüssigkeit, die den mechanischen Stier zum Leben erhält? Ich kann es kaum erwarten. Ja, die haben wir ja. Das ist ja das eine in dem Rezept. Na gut. Tja. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Hey. Hier gibt's ja auch gar nichts mehr. Also außer der Kaffeemaschine können wir hier nichts machen. Hier, Dartscheibe, da tut sich nichts.